Mitten in den Weiten des Pazifischen Ozeans erhebt sich ein winziger Flecken Erde nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Das Bikini-Atoll. Umgeben von üppigen Rifflandschaften überstand es gewaltige Tsunamis und lange Eiszeiten. Jahrmillionen ist es alt, ohne dass jemals sein Fortbestehen in Frage gestanden hätte. Doch ausgerechnet seine Abgeschiedenheit wurde ihm zum Verhängnis. Für die schlimmste Katastrophe sorgte der Mensch. Vor 60 Jahren zündeten die amerikanischen Streitkräfte gewaltige Atombomben. Ihre Druckwellen zerstörten auf einen Schlag eine uralte Naturlandschaft. Radioaktive Strahlung verseuchte das Atoll, machte es für die Ureinwohner auf Jahrzehnte unbewohnbar. Heute ist Bikini ein verlassenes Idyll, in dem die Spuren der Vergangenheit noch lange nicht verschwunden sind. Vor 60 Jahren schauten die Augen der gesamten Weltöffentlichkeit auf diese abgelegene Region der Erde. Heute wissen nur noch wenige Menschen, wo das verlassene Bikini-Atoll überhaupt liegt. Das Bikini-Atoll gehört zum Inselstaat der Marshallinseln, über 1000 kleine Landpunkte im riesigen Blau des Pazifik. Ehemals waren sie ein Protektorat der Vereinigten Staaten. Wegen ihrer Abgeschiedenheit galten die Marshallinseln als der perfekte Ort für Atomtests. Erst seit 1986 sind sie unabhängig. Die meisten der insgesamt nur 60.000 Einwohner leben auf der Hauptinsel Majuro, dank Hafen und internationalem Flugplatz das Tor zur internationalen Gemeinschaft. Und auf Majuro leben auch die Nachfahren der Bikinianer, die vor den Atomtests ihre Heimat verlassen mussten. Nun im Einflussbereich westlich-amerikanischer Kultur. Trotzdem versuchen sie, ihre traditionellen Bootsbaukünste nicht aussterben zu lassen und lehren die entsprechenden handwerklichen Fähigkeiten. Mit diesen Booten erkundeten und besiedelten ihre stolzen Vorfahren früher die gesamte pazifische Inselwelt. Auch das gehört zu den Einflüssen westlicher Kultur. Müll ist ein allgegenwärtiges Problem überall auf der dicht besiedelten Hauptinsel Majuro, besonders an den einst so traumhaften Stränden. So hinterlässt der Mensch überall seine Spuren, doch es sind ganz andere als auf dem über 1000 Kilometer entfernten Bikini-Atoll. Auf dem Flug von Majuro nach Bikini über der fantastischen Lagunen- und Rifflandschaft der Marshallinsel. Mit an Bord ist Lawrence Waba. Der Unterwasserfilmer durfte als einer der ersten die Natur des Bikini-Atolls dokumentieren. 50 Jahre nach den Bomben. Und Bikini ließ ihn nicht mehr los. Weil es so unglaublich abgelegen liegt, ist das Bikini-Atoll eines der wirklich letzten Naturparadiese auf diesem Planeten. Kaum jemand fischt dort, es gibt nur wenige menschliche Einflüsse. Für einen Taucher, der sich für die Natur interessiert, ist das Bikini-Atoll ein einzigartiger Ort. Die Wracks liegen mittlerweile seit 60 Jahren im Wasser, sodass ich erwarte, dass ihr Korallenbewuchs noch größer ist als vor 10 Jahren. Und weil niemand dort gefischt hat, ist es ein wahrer Zufluchtsort geworden. Ich erwarte sogar noch mehr Leben zu sehen als vor 10 Jahren. Knapp 2,5 Stunden dauert der Flug nach Bikini. Von oben wird erst richtig bewusst, wie klein die Inseln sind. Kaum zu glauben, dass hier vor Urzeiten einmal Berge aus dem Wasser ragten. Vulkane wuchsen aus dem Meer und bildeten Inseln. An ihren Flanken unter Wasser siedelten sich Lebewesen an. Millionen winziger Korallen, deren Kalkskelette zu riesigen Kolonien um die Vulkaninseln herum zusammenwuchsen.
das Riff. Sand und alle möglichen anderen Ablagerungen fingen sich in den Untiefen des Riffs und bildeten langsam einen Ring mit einer Lagune um die Insel. Über Millionen Jahre trugen Wind und Wellen die Berge langsam ab. Während sie im Meer versanken, wuchs das sie umgebende Riff immer weiter nach oben. Selbst die Meeresschwankungen der Eiszeiten konnten diesem Prozess nichts anhaben. Und so entwickelte sich eine lebendige Unterwasserwelt. Übrig blieb am Ende nur noch der heute bekannte Sandring, das Bikini-Atoll. Vor genau 10 Jahren gehörte Lawrence zu den ersten Tauchern auf dem Bikini-Atoll. Jahrzehntelang war es wegen der radioaktiven Strahlung gesperrt. Berühmt ist es heute vor allem wegen seiner vielen Wracks, beeindruckende Relikte kriegerischer Zeiten. Das macht es zu einem äußerst begehrten Tauchziel. Es ist geschafft. Eines der abgelegensten Ziele der Welt ist erreicht. Nur etwa 12 Gäste können zeitgleich das Bikini-Atoll besuchen. Kaum jemand wohnt hier dauerhaft. Eine einfache, militärisch anmutende Siedlung bietet Unterkunft für Besucher und die etwa 30 Menschen, die hier arbeiten. Den Tauchguide Edward Madison kennt Lawrence schon von seinem ersten Aufenthalt. Er ist einer der wenigen echten Bikinianer und arbeitet hier schon seit über 20 Jahren. Und er gehörte zu den Ersten, die im Atoll getaucht sind. So, welcome back, sir. Thank you. All right. Nice seeing you, later. Okay. See you there. Willkommen auf Bikini. Schon der erste Gang an den Strand scheint sämtliche Klischees einsamer Pazifikinseln zu bestätigen. Äußerlich ist es ein traumhaft schöner Ort. Auch Unterwasser scheint hier ein Paradies zu sein. Selbst Wissenschaftler kommen ins Schwärmen. So auch der Meeresbiologe Luis Rocha. Was die Artenvielfalt betrifft, sind die Marshall Islands ein sehr bedeutsamer Ort. Sie liegen relativ weit nördlich und sind deshalb von der Korallenbleiche südlicher Riffe verschont geblieben. Deswegen ist die Fischpopulation auch so gesund. Vor allem aber gibt es kaum Fischerei, insbesondere bei den kleineren Inseln, wo nur wenige Menschen leben. Bei den größeren Inseln, wo mehr Menschen leben, ist das natürlich anders. Die Fischerei hat also bei den vielen kleineren Inseln kaum die Fischpopulation zerstört. Sechzig Jahre lang konnte sich die Unterwassernatur ungestört entwickeln. Es war einfach niemand da, um hier zu fischen. Und mittlerweile wird mehr getaucht als gefischt. Am nächsten Morgen. Endlich geht es ins Wasser. Lawrence steht vor seinem ersten Wiedersehen mit der Unterwasserwelt von Bikini. Im Fall eines Tauchunfalles ist es ein weiter Weg zum nächsten Krankenhaus oder einer Druckkammer. So muss die ganze Aufmerksamkeit einer funktionierenden Ausrüstung gelten. Tauchweste, Flasche, Lungenautomat. Basisleiter Jim Aykroyd möchte seinen Gästen zum Auftakt eines der vielen ursprünglichen Riffe des Bikini-Atolls zeigen. Ein letzter Check des Equipments. Dann kann der Abstieg beginnen. Bikini ist sicher eines der abgelegensten Ziele der Welt. Und es gibt wirklich kaum menschliche Einflüsse in dieser Gegend. Klar, die atomaren Explosionen haben hier sehr viel zerstört. Aber wie ich schon gesehen habe, waren 50 Jahre ausreichend, damit sich das Leben hier erholen konnte. Auf dem Trockenen bewegen sich Taucher unbeholfen. Und schwerfällig.
Doch nur ein Schritt reicht aus und alles wird gut. Ein üppiger Garten aus Steinkorallen zeigt sich hier den Tauchern. Millionen von Jahren sind die gerüstbauenden Lebewesen schon an der Arbeit. Mächtige Tisch- und Hornkorallen bieten Tausenden von Korallenfischen, Schnecken, Krebsen und Würmern einen sicheren Schutzraum. Eine riesige Mördermuschel, fast 1,5 Meter groß. So groß, dass ihre gewaltigen Schalen einen Taucher festhalten könnten, wenn er mit dem Fuß hineinkäme. Es ist ein scheinbar intaktes Ökosystem, das die Taucher hier erkunden dürfen. Keine Taucherhorden bewegen sich über die Riffe. Und so finden sich auch nirgends abgebrochene Korallen. Die Radioaktivität im Wasser wurde über die Jahrzehnte von der Strömung weggeschwemmt. Eine unglaubliche Artenvielfalt bevölkert das Riff. Und selbst größere Fische, wie die beiden Adlerrochen, lassen sich von den Tauchern nicht stören. Und ein Schwarzspitzenhai zieht ungestört seine Bahnen direkt am Strand. Für Edward ist dieser Platz an der weiten Lagune von Bikini einer seiner liebsten Plätze. Hier spielte er schon als Junge und beobachtete das üppige Leben im Wasser. Manchmal kannst du an diesem Strand die Haie sehen. Alle möglichen Tiere des Ozeans kannst du hier sehen. Und jedes Mal, wenn ich diese Tiere hier sehe, die Haie, die anderen Fische, die Schildkröten, die Mantarochen, dann denke ich, ja, das ist ein Paradies. I always say it's paradise. So wie es Edward hier vormacht, holten auch früher seine Vorfahren ihre Beute aus der fischreichen Lagune. Mittlerweile darf der Fisch auch wieder gegessen werden. Edwards Eltern und Großeltern mussten ihre Heimat verlassen, als die Amerikaner im Bikini-Atoll mit ihren atomaren Tests begannen. Edward selbst kam vor 21 Jahren auf die Insel, um zu arbeiten. Niemand ist nun schon so lange auf dem Atoll wie er. Edward versteht die Nostalgie der alten Insulaner und ihren Wunsch, zurückzukehren. Sie wissen einfach, wie man hier lebt. Vor allem, wenn es um das Fischen geht. Es ist schlicht sehr viel einfacher hier. Nicht so wie in Majuro, wo sie jetzt leben. Manchmal fischen sie den ganzen Tag lang und sie fangen nichts. Aber hier, wenn sie hierher kamen, jeden Tag und jede Nacht, haben sie etwas gefangen. Im Gegensatz zu dem artenreichen Leben in den Riffen war das Leben an Land schon immer etwas spärlich. Die Vögel hatten es naturgemäß noch leicht, auf die Inseln zu kommen. Bei der Flora sah es schon anders aus. Nur wenige Pflanzenarten konnten sich auf dem kargen Korallensandboden des Atolls etablieren. Was einer Krabbe schon sehr viel leichter fällt. Und dieses Exemplar dürfte an Land nur wenige natürliche Feinde haben. Sein dicker Panzer schützt das Tier und verhilft ihm zu einem eindrucksvollen Auftritt. Der erste Eindruck täuscht hier. Dieser Einsiedlerkrebs ist nur etwa faustgroß. Bei der Besiedlung von Bikini zählten die Einsiedlerkrebse zu den erfolgreichsten Arten. Sie bevölkern die Insel zu Tausenden. Sogar im Unterholz lassen sie sich entdecken. Selbst beim frivolen Haus an Haus im eigenen Kleiderschrank. Auch die Insekten schafften es auf die Inseln, zumeist Huckepack auf einem Vogel oder auf angeschwemmtem Strandgut. Um sich dann, wie andernorts auch, über andere Insekten herzumachen.
Diese Ameisen lassen eine Heuschrecke keine Chance zu entkommen. Vögel eroberten früh die winzigen Landflecken im weiten Meer und gehörten zu den ersten Wirbeltieren, die Bikini bevölkerten. Tölpel sind gute Flieger und ziehen weit über die Meere. Zur Brutzeit aber sammeln sie sich über Land und schwärmen in dichten Scharen über ihren Nestern. Einer der Tölpel lässt sich von Edward mit dem frisch gefangenen Fisch anlocken. Der große Vogel frisst ihm aus der Hand und liebt Edwards Streicheleinheiten. Als etwa 1000 vor Christus die ersten Menschen die Landflecken der Marshallinseln erreichten, kamen auch die ersten Haustiere. Katzen und Hunde bevölkern heute zahlreich die Inseln. Aber am wichtigsten waren natürlich die Nutztiere. Schweine gehörten zu den größten Säugetieren, die auf Bikini je gelebt haben. Hühner gab es zahlreich, denn sie konnten einfach mit den üppig wachsenden Kokosnüssen ernährt werden. Und natürlich kamen auch sie über das Meer nach Bikini. Mit ihren perfekt tarierten Booten trotzten sie sogar den Gewalten des Pazifik. Auf den Atollen lebten sie ein einfaches Leben, ernährten sich von den Früchten der Natur und vom Reichtum des Meeres. Es war US-Captain Ben White, der 1946 die Bewohner des Bikini-Atolls darüber informierte, dass sie ihre Heimat verlassen müssten. Schließlich, so seine Formulierung, ginge es bei diesen Tests um nichts Geringeres als um das Wohl der gesamten Menschheit. Ein Exodus begann, der ursprünglich nur zeitweilig sein sollte. Bis 1958 nutzten die Amerikaner Bikini als Kulisse für ihre atomaren Machtbeweise. 23 Mal detonierten gewaltige Bomben. Die größte im Jahre 1954. Die Wasserstoffbombe Bravo. Die Spuren ihrer gewaltigen Sprengkraft lassen sich sogar heute noch aus dem Weltall ablesen. Denn Bravo hinterließ einen gewaltigen Krater im Atollring. Der Bravo-Krater heute, eine unendliche, leblose Sandwüste. Niemand ist hier zuvor getaucht und Lawrence fühlt sich wie der erste Mann auf dem Mond. Scheinbar unendliche Weiten, bis dann doch wenigstens ein kleines Riff auftaucht. Wie eine Insel, auf der sich alles Leben zurückgezogen zu haben scheint. Vor über 50 Jahren bauten an dieser Stelle noch Korallen am Millionen Jahre alten Riff, bevor die Bombe Bravo es zerstörte. There's several species that grow very fast. Es gibt einige Arten, die sehr schnell wachsen können. Manche wachsen bis zu 5 cm im Jahr. Andere hingegen wachsen sehr langsam und die sind sehr wahrscheinlich auch heute noch nicht da. Die Atomexplosionen bedeuteten in der Tat einen sehr großen Einschnitt für die örtliche Fauna. Wie gut hat sie sich bisher erholt? Nun, leider ist bislang kein Meeresbiologe im Krater gewesen, um festzustellen, wie schnell die Korallen wachsen. Aber ich hoffe, dass bald jemand dorthin gehen wird. Und Lawrence ist schon da, wo heute nur wenig Leben gedeiht.
Die wenigen verirrten Korallenfische suchen hier vergeblich nach einem sicheren Unterschlupf. Eine seltene Kreatur sieht beinahe so aus, als wäre sie eine durch Strahlung entstandene Mutation, aber es ist nur ein Schwamm. Ein bedrückendes Taucherlebnis für Lawrence. It's just like being on the moon. Ja, es ist so, als ob man auf dem Mond wäre. Doch dann plötzlich ein kleines Riff. A little riff. A gente pode ver o efeito de uma explosão nuclear. Was wir hier sehen, ist der Effekt einer nuklearen Explosion. Das Korallenriff ist komplett mit Sand bedeckt und ähnelt einem Mondkrater. Bis auf einen kleinen Teil, der so groß ist wie ein Tisch und auf dem sich das Leben komplett konzentriert. Als ob die Natur uns sagen wollte, dass sie selbst die schlimmsten Katastrophen überleben kann. Die Korallenriffe, das türkisfarbene Wasser, der blaue Himmel und die Palmen am Strand. Die Schönheit lässt fast ein wenig vergessen, was hier vor 60 Jahren begann. Die Radioaktivität ist mittlerweile zurückgegangen. Vielerorts wurde auch entseucht und Erde abgetragen. Heute muss man sich schon gut auf den Inseln auskennen, um einen der vielen Bunker zu finden, von denen damals das Unheil ausging. Das hier ist der Bunker, der Kontrollbunker. Hier wurde der Knopf gedrückt und Bravo explodierte. Die Natur nimmt wieder Besitz von ihrem ursprünglichen Lebensraum, erobert die Bunker für sich zurück. Und dennoch sind die Schäden der Vergangenheit noch lange nicht völlig beseitigt. Täglich fallen klitzekleine Bomben. Kokosnüsse. Noch immer befindet sich zu viel radioaktives Cäsium im Boden, das von den Pflanzen aufgenommen wird. Lawrence Geigerzähler beweist es. Die Kokosnüsse von Bikini sind weiterhin nicht zum Verzehr geeignet. You see? Das ist ein Geigerzähler, der die Strahlung anzeigt. Und man kann hier ablesen 0,49. Das ist zwar immer noch niedriger als in Sao Paulo, der Stadt, wo ich lebe, aber die Strahlung ist eben direkt in den Kokosnüssen. Und deshalb können die Bikinianer hier nicht leben, weil sie dieses Wasser trinken würden. Und das würde Auswirkungen auf sie haben. Bei einem Streifzug durch die Inselnatur lassen sich viele tropische Früchte entdecken. Eine Fruchtbarkeit, die leider trügerisch ist, denn wegen der Reststrahlung müssen weiterhin alle Lebensmittel importiert werden. Wissen Sie, ich mag wirklich gerne Zitronen. Leider können wir immer noch nichts von den Pflanzen hier essen. Aber ich mag wirklich gerne Zitronen. Ich würde wirklich gerne etwas von ihrem Saft auf meinen Fisch träufeln. Was wir machen können, ist, uns Zitronen aus Majuro kommen zu lassen. Aber diese hier ist einfach frisch. Im Briefingraum der Basis. Heute steht ein besonderer Tauchgang an. Ziel ist der Flugzeugträger USS Saratoga. Ein Wrack größer als das der Titanic. Über 300 Meter lang und fast 40 Meter hoch. Einst war er der erste Flugzeugträger der USA und wurde versenkt während der ersten Atomtests im Atoll. Alle Taucher hören heute noch ein wenig aufmerksamer zu als üblich. Die Saratoga liegt 53 Meter tief. Da muss alles vorher durchgeplant sein. Die Doppelflaschen sind inzwischen bis an den Rand gefüllt. Vor den Tauchern liegt nun ein Tauchgang, wie ihn so nur das Bikini-Atoll bieten kann.
ist ein weiter Weg hinunter zu Saratoga. Zuerst finden die Taucher zwei Flugzeugwracks, die in der Nähe der Saratoga umgedreht auf dem Boden der Lagune liegen. Bei der atomaren Versenkung der Saratoga standen sie zu Testzwecken voll aufmunitioniert auf dem Flugdeck und wurden dann durch die Wucht der Explosionen weggeschleudert. Eine Schule Glasfische schwebt nun wolkengleich in der Tragfläche. Und auch eine Anemone mit ihren Clownfischen besiedelt das Kriegsgerät. Ein überwältigender Anblick. Die Saratoga ist heute eines der größten künstlichen Riffe der Welt. Lawrence nutzt die Gelegenheit für eine kurze Schiffsvisite. Auf fast 40 Meter Tiefe taucht er durch Gänge, die wahrscheinlich schon den Seeleuten eng vorgekommen sein mögen. Überall hängen Rostzapfen und künden jetzt schon vom kompletten Zerfall, den die Saratoga erleiden wird. Sofern ihr nicht die Korallen in Zukunft neuen Halt geben. Basisleiter Jim ist jetzt der wichtigste Mann der Gruppe, denn nur er kennt den Weg nach draußen. Die Taucher folgen einer Schule Fledermausfische nach oben, zum riesigen Flugdeck. 20 Meter Sicht lassen das Ende der Landebahn nur erahnen. 300 Meter lang und 30 Meter breit ist das riesige Deck. Lawrence filmt begeistert die Fledermausfische, die überhaupt kein Fluchtverhalten zeigen. Gleich einer Rotte von Jagdfliegern scheinen sie hier zur Landung anzusetzen. Langsam geht es nun hinauf. Stets begleitet von den neugierigen Fledermausfischen. Auch die Kommandobrücke der Saratoga ist gigantisch. Ein langer und tiefer Tauchgang liegt nun bereits hinter Lawrence und den anderen Tauchern. Zu Ende ist er aber noch lange nicht. Die Auftauchphase verlängert sich durch Dekompressionsstops. An Trapezen, die direkt unter dem Tauchboot hängen, müssen die Taucher minutenlang ausharren. So lange, bis sich der unter Druck gelöste Stickstoff aus dem Blut wieder in die Atemluft zurückbewegt hat. Bei einem zu schnellen Aufstieg könnte der Stickstoff im Blut sonst zu einer Embolie führen und die wäre weitaus gefährlicher als die Haie. Es ist soweit. Der Dekompressionscomputer zeigt es Lawrence an, alles okay, er darf auftauchen. Fantastic. Was für ein Tauchgang. What a dive. Wie war es denn? Es war unglaublich. Es war so schön, die Saratoga nach 10 Jahren mal wieder zu sehen. Versenkt wurde die Saratoga im Jahre 1946. Für die Operation Crossroads zogen die Amerikaner eine Flotte von 84 alten Kriegsschiffen im Bikini-Atoll zusammen, um sie dann mit der ersten Atombombenzündung nach Nagasaki auf den Boden der Lagune zu schicken. Wie wirkt eine Atombombe auf Kriegsschiffe? Diese Frage sollte Crossroads beantworten und möglichst beeindruckendes Propagandamaterial liefern.
Die genaue Lage der einzelnen Wracks war bis in die 90er Jahre noch meist unbekannt. Erst dann durften Taucher nach ihnen suchen. Und damals wie heute erstaunt die Taucher, zu welch prachtvollen Riffen sich die Wracks mittlerweile entwickelt haben. 60 Jahre nach ihrer Versenkung lässt das ehemalige japanische Flaggschiff Nagato erahnen, wie ihre Geschichte weitergehen wird. Die Natur hat sich des Schiffes bemächtigt. Schon jetzt gedeihen üppige Wälder von schlanken Peitschenkorallen. Auch die mächtigen Kanonen sind von einer Vielzahl niederer Tiere besiedelt. Von Korallen, Schwämmen und Algen. Der Rotfeuerfisch scheint mit seiner Farbgebung wie geschaffen zu sein für ein rostendes Schiffswrack. So wie diese Anemone oder dieser kleine Zackenbarsch, der in einem Hinterhalt auf Beute lauert. Auf der Brücke, früher das imposante Zentrum militärischer Macht, haben die Meerestiere das Kommando übernommen. Ein Grauhai hat sich diesen Platz zu seinem festen Revier auserkoren. Der Oktopus würde an einem natürlichen Riff wahrscheinlich die Farbe der Korallen annehmen. Nacktschnecken lassen sich bei genauerem Hinsehen entdecken. Und eine kleine Muräne, die aus ihrer Höhle schaut. Ein Barsch wartet auf unvorsichtigen Fischnachwuchs. Die Nagato ist wie geschaffen für Raubzüge aus dem Hinterhalt. Bomben dienen einem Juwelenbarsch als Versteck. Und ein Kugelfisch ist erstaunlich zutraulich. Unter dem Heck des riesigen Schiffes. Beinahe so, als betauchte man eine riesige Kathedrale, unter deren Decke Tausende von Fischen wie silbrig glänzende Wolken schweben, die ohne die Taucherlampen im Verborgenen blieben. Solch riesige Höhlen bietet ein natürliches Korallenriff nicht. Sogar Jäger des offenen Meeres wie diese Makrelen versammeln sich am Wrack, um gemeinsam zu jagen. Auch Kameramann Lawrence macht reiche Beute. In einem der beiden Schraubenkanäle entdeckt er Ungewöhnliches. Ein Hai-Kindergarten. Junge Weißspitzenhaie haben an dieser Stelle Schutz gefunden. Auch Haie haben Feinde. Und meistens sind es andere, größere Haiarten. Die majestätischen Silberspitzenhaie zählen dazu, die das junge Riff immer nur kurz aufsuchen, um dann wieder im weiten Blau zu verschwinden. Die Wracks garantieren ihren Besuchern große Momente. Stets kommen die Taucher mit einer Fülle fantastischer Eindrücke zurück an Bord des Tauchboots. Also alles im Lot auf dem Bikini-Atoll? Im Laufe seiner langen Geschichte hat das Atoll eine ganze Reihe von Schlägen überstanden. Selbst die Bomben der Amerikaner hatten offenbar schlimmere Auswirkungen für die vertriebenen Menschen als für die inzwischen gut erholte Unterwasserwelt des Atolls. Trügt dieser Eindruck? Oder ist vielleicht doch irgendwo ein genetisch mutierter Godzilla entstanden? Noch steht die Forschung am Anfang. Es gibt eine Studie über Fische, die vor den atomaren Explosionen im Bikini-Atoll gefangen wurden. Den Fischen wurden Knochen aus dem Gehörgang entnommen, um ihr Alter und ihr Wachstum festzustellen. Vor einigen Jahren wurden diese Daten dann verglichen mit Fischen, die nach den Explosionen gefangen wurden. Und es gab keine Unterschiede. Aber es werden gerade Studien zu diesem Thema unternommen. Und man sollte erst mal abwarten, was die für Resultate aufzeigen. Dieses Mal geht es mit dem Speedboot bis ans andere Ende des Atolls,
An seiner westlichen Seite befindet sich ein Kanal im Atollring und dessen Bewohnern eilt ein schlechter Ruf voraus. Der Bikini Shark Pass. Dutzende von Haien nähern sich sofort dem Boot und testen alles, was ins Wasser gehalten wird, auf Fressbarkeit. Ein ungewöhnliches Verhalten für Haie und ein mulmiges Schauspiel für die Menschen. Heute ist Edward mit an Bord. Wieder einmal demonstriert er, dass er Fische fangen kann. Anders als Lawrence ist Edward hier schon oft getaucht. Ich habe das schon mal gemacht. Niemals habe ich gesehen, dass irgendjemand verletzt wurde oder dass jemand Panik bekommen hätte. Was sie tun, ist den Tauchgang zu genießen, Spaß zu haben. Sie sehen die schönen Korallen und können die vielen Haie beobachten. Naja, direkt ängstlich bin ich nicht. Haie können deine Angst spüren, deswegen muss man alles unter Kontrolle haben. Ich bin ein wenig nervös, weil sehr viele Haie ein aggressives Verhalten gezeigt haben. Sie haben in den Stock gebissen und sie scheinen einfach ein wenig aggressiver zu sein als an anderen Orten. Also hoffentlich werden sie uns erstmal kurz abchecken und sich dann nach ein, zwei Minuten beruhigen, damit wir dann auch gute Aufnahmen machen können. Aber natürlich ist das nicht der richtige Ort für einen Spaßtauchgang. Früher hat man vermutet, dass die Haie sich wegen genetischer Mutationen so aggressiv verhalten würden. Nun wollen Lawrence und Edward der Sache auf den Grund gehen. Schnell werden die beiden von mehreren grauen Riffhaien umkreist. Wenigstens 40 Tiere sind zur Stelle. Und bleiben bis jetzt völlig ruhig. Aber wird das auch so bleiben? Edwards Vorhersage trifft zu. Die große Haischar zeigt keinerlei Aggressivität gegenüber den Tauchern. Im Gegenteil. Sie präsentieren sich als ebenso ruhige wie elegante Räuber der Meere. Der Shark Pass ist ein Paradies für Hai-Fans. Was für ein Erlebnis, solch eine Gruppe von Grauhaien so hautnah beobachten zu können. Mutierte Monster scheinen diese Haie nicht zu sein. Eine andere Haieart besitzt aber möglicherweise tatsächlich eine genetische Mutation. Der Ammenhai, üblicherweise besitzt er zwei Rückenflossen. Es gibt eine sehr interessante Mutation in der Gruppe der Ammenhaie, die bewirkt, dass nur die erste Rückenflosse existiert und da, wo die zweite sein sollte, fehlt sie oder befindet sich nur ein kleiner Buckel. Es liegt natürlich nahe, den Grund für diese Mutation bei den Atombomben zu suchen, aber da gibt es bislang noch gar keine endgültigen Schlüsse. Wir haben es noch nicht geschafft, das Gen für diese Mutation zu isolieren. Und wir haben diese Population noch nicht mit anderen gesunden Populationen im Pazifik verglichen. Trotzdem, es liegt nahe, diesen Schluss zu ziehen, denn die Marshall Islands sind der einzige Ort, wo wir diese Fische mit einer Flosse so oft finden. Sollten sich die Ammenhaie tatsächlich als eine durch Strahlung bedingte Mutation herausstellen, wäre dies der erste Beweis für genetische Veränderungen als Folge der Atomtests. Die grauen Riffhaie sind so normal wie andernorts auch. Wild werden sie offenbar nur dann, wenn sie Futter erwarten. Im Bikini Shark Pass wurden sie in der Vergangenheit oft gefüttert. Das einzig Unnatürliche der Haie ist ihre große Anzahl. Seit 1954 die Besatzung eines Fischtrawlers durch den Fallout der Bravo-Bombe starb, mieden die asiatischen Fangflotten das Atoll. Haie aus dieser Gegend mussten schon lange nicht mehr ihr Leben lassen für eine Haifischflossensuppe. Hey.
Fantastic. What a dive. Fantastisch. Es sind einfach nur Haie. Einfach nur Haie. Genau wie an vielen anderen Plätzen, an denen ich war. Immer sagen die Leute, hier sind die Haie aggressiver als woanders. Die Haie werden dich beißen, dich attackieren. Und dann springt man ins Wasser und es sind einfach nur Fische. Ich könnte den ganzen Tag mit diesen Jungs spielen. Auch mit seinen friedlichen Haien hat sich das Bikini-Atoll seinen Gästen als ein einzigartiges Naturparadies der Welt präsentiert. Einzigartig auch deshalb, weil der Mensch sich zwar selbst aus diesem Paradies vertrieben hat, es so aber gleichzeitig vor ihm schützte. Vor den Auswirkungen von zu viel Tourismus, Zivilisationsmüll und Überfischung. Das heutige Bikini-Atoll ist somit eine Ironie der Geschichte, denn die atomare Umweltkatastrophe besaß positive Auswirkungen, die natürlich so nicht beabsichtigt waren. Auch die Menschen aus der westlichen Hemisphäre besuchen mittlerweile wieder das Atoll mitten im Pazifischen Ozean. Angelockt durch einsame Strände und eine fantastische Unterwasserwelt, dürfte den Menschen am Erhalt der Atollnatur gelegen sein. Vielleicht werden die Devisen der Touristen so dafür sorgen, dass die Wracks, die intakten Korallenriffe und die vielen Haie unberührt bleiben. Das Bikini-Atoll hat viel erlebt. Was kommt jetzt? Etwa eine strahlende wie strahlungsfreie Zukunft? Die nächste Gefahr für das Atoll ist nicht so spektakulär wie eine Atombombe, aber umso effektiver. Der vom Menschen ausgelöste Klimawandel bedroht schon jetzt sämtliche Inselstaaten des Pazifik. Der steigende Meeresspiegel überflutet die Ernten und versalzt das Grundwasser. Die Zukunft des Atolls bleibt ungewiss.